Herzlich willkommen bei Warum Punktkritisch? Mein Name ist Lil. Schön, dass du Zeit für ein kurzes Video hast. Einige von euch haben mich gefragt via E-Mail, wieso gibt es kein neues Video? Nun, wie ihr wisst, arbeite ich noch als Dozentin und ich habe eine ziemlich anstrengende Zeit halt eben im Off gehabt, weshalb es keine Möglichkeit hier gab, Videos vorzubereiten bzw. sie abzudrehen. Aber nun habe ich mal wieder ein bisschen Zeit. Und das heutige Thema ist tatsächlich, gehen unsere Kinder und Jugendlichen demnächst bekifft an die Gewehre. Ihr wisst es ja, unsere Bundesbildungsministerin von der FDP, das ist Frau Bettina Stark-Watzinger, sie hat ja den Vorschlag unterbreitet, dass noch mehr Katastrophenschutzübungen in Schulen durchgeführt werden müssten. Ihr Vorbild dabei ist Großbritannien, denn dort ist es absolut üblich, dass es hier halt eben während der Schulzeit entsprechende Zivilübungen gibt. Und sie ist der Meinung, ich zitiere, unsere jungen Menschen müssen die Bedrohung der Freiheit kennen und mit den Gefahren umgehen können. Und aus diesem Grunde ist sie der Auffassung, dass man die Kinder und Jugendlichen wirklich halt eben ein bisschen mehr sensibilisieren muss für die Probleme, die halt eben in Zukunft auf uns alle treffen könnten. Dieser Vorschlag von Stark-Watzinger hat natürlich politisch ganz selbstverständlich auch Gegenstimmen auf den Plan gerufen. Und es wird dann halt eben gesagt, naja, wir tun ja durchaus schon einiges. Also hier gibt es die Bildungsministerin aus Rheinland-Pfalz. Sie ist der Meinung, wir machen schon genug halt eben an Katastrophenschutzübungen. Und die Bildungsministerin von Schleswig-Holstein ist der Auffassung, man müsse da ein bisschen vorsichtig sein, denn letztendlich könnte es ja auch dazu führen, dass man noch mehr Ängste bei Kindern und Jugendlichen hervorrufen könnte. Wenn man dann halt eben auch Psychologen und Psychiater fragt, die sehen das sehr ähnlich, denn sie sind der Meinung, die ganzen Lockdowns und die ganzen Maßnahmen, die halt eben während der C-Pandemie durchgeführt wurden, das hätte tatsächlich zu vielen psychischen Störungen bei Kindern und Jugendlichen geführt. Und man müsse halt eben sehr vorsichtig sein, inwieweit man diese Gruppe von Menschen noch mehr sensibilisiert für die Gefahren, die auf uns zukommen können. Wir wissen doch selber als Erwachsene, wie fürchterlich das ist, wenn man immer nur von Gefahren und bevorstehenden Krisen hier erfährt. Da braucht es ja hin und wieder auch schon mal einen gewissen Abstand, weshalb viele ja zum Beispiel sich gar keine Nachrichten mehr anhören und sich auch so von der einen oder anderen sozialen Plattform hier verabschieden. Einfach, weil ihre Seele da nicht mehr mitmacht. Aber es gibt natürlich auch immer noch Personen, die der Meinung sind, der Vorschlag von Stark-Watzinger ist richtig gut. Dazu gehört unter anderem die SPD-Politikerin. Das ist Frau Christine Streicher-Klivo. Sie ist die Präsidentin der Kultusministerkonferenz. Und sie sagt, man müsse die Kinder tatsächlich sensibilisieren für Pandemien, für den Krieg, für Naturkatastrophen und natürlich für das ganze Thema des Klimawandels. Das sei absolut wichtig. Der Lehrerverband oder verschiedene aus dem Lehrerverband sind da sehr verhalten. Es gibt auch dort Befürworter, aber es gibt auch jene, die sagen, man müsse da sehr, sehr vorsichtig mit umgehen mit dem ganzen Thema. Unsere Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger, sie hat aber noch einen weiteren Vorschlag. Und geht noch einen Schritt weiter. Denn sie ist der Meinung, dass auch Kinder und Jugendlichen hier ein, ich zitiere, unverkrampftes Verhältnis zur Bundeswehr vermittelt werden solle. Und aus diesem Grund ist sie der Meinung, dass auch Bundeswehrsoldaten verstärkt in die Schulen gehen sollten. Jetzt muss man natürlich eins sagen, höchstwahrscheinlich werden diese Bundeswehrsoldaten sehr viel Werbung machen für ihre Arbeit. Und das ist sicherlich auch gewollt, denn es gilt natürlich auch nicht nur für Stark-Watzinger, sondern noch viel stärker für unseren guten Pistorius, dass man hier halt eben Nachwuchs generieren kann. Und da ist es doch wirklich toll, wenn man noch stärker als bisher Bundeswehrsoldaten in die Schulen schickt.
Jetzt muss man allerdings auch eins bedenken, es gibt ja auch noch andere Bereiche, wo man großen Bedarf an Nachwuchs hat, zum Beispiel die Feuerwehr oder auch die Polizei. Die gehen allerdings natürlich nicht so stark in die Schulen, wie Frau Stark-Watzinger sich das wünschen würde. Und der SWR fragt im Übrigen, gibt es demnächst ein neues Schulfach mit dem Namen Krieg und Krisen? Wer weiß, ob das demnächst nicht doch noch eingeführt wird. Aber Gott nochmal, es ist ja nicht so schlimm. Unsere Lehrer sind ja schon etwas überfordert. Und eine Schippe drauflegen, völlig in Ordnung. Aber zu Hilfe kommt sicherlich Karl Lauterbach sehr gern. Denn wenn man feststellt, dass Kinder und Jugendliche sich zu Angsthasen entwickeln, aufgrund solcher ganzen Maßnahmen, die Frau Stark-Watzinger hier vorhat, naja, dann kommt doch Cannabis gut um die Ecke. Und dann gar kein Thema. Dann werden unsere Kinder und Jugendlichen Nachwuchssoldaten und werden sehr gerne völlig bekifft den Dienst an der Waffe verrichten. Aber ob das wirklich so passieren wird, ist ja noch ein ganz anderes Thema. Es gibt ja, man glaubt es kaum, aber es gibt tatsächlich Politiker, die sehen diese Legalisierung von Cannabis sehr kritisch. Und auch verschiedene Experten sind der Meinung, also das sei nicht ganz so günstig, hier die Legalisierung von Cannabis hier durchzuführen. Und unser guter Friedrich Merz von der CDU, er sagt, würde die CDU, die Union, an die Macht kommen, dann wäre einer der ersten Übungen, die sie durchführen würden, dass sie die Legalisierung von Cannabis wieder zurücknehmen. Tja, also wie dem auch sei, es bleibt ein spannendes Thema. Warum man nicht das Schulfach unterrichten möchte, Krieg und Frieden, das verstehe ich tatsächlich nicht. Warum sensibilisiert man Kinder und Jugendliche nicht dafür, dass man mittels diplomatischer Gespräche, diplomatisch geführter Diskussionen zu einer anderen Alternative kommen könnte, als eben halt eben bekifft die Waffe in die Hand zu nehmen und dann loszumarschieren? Ich bin sehr gespannt, wie ihr das ganze Thema einschätzt. Seid ihr der Meinung, ja, es ist richtig, dass die Kinder und Jugendlichen doch mehr Katastrophenschutzübungen in den Schulen durchführen? Und seid ihr auch der Meinung, dass es gut ist, wenn die Bundeswehr mithilfe solcher Werbeaktionen oder Werbetage in den Schulen endlich mehr Nachwuchs bekommt? Wofür hat man sonst auch Kinder in die Welt gesetzt? Ich freue mich sehr auf eure Meinung und wünsche euch bis zum nächsten Video noch eine tolle Zeit. Bis auf ganz recht bald. Tschüss, eure Lil.